So, hallo, ich bin der Rudolf Weyergans und wir sind hier auf der FIBO. FIBO ist Fitness Bodybuilding, aber nicht nur. Bei FIBO geht es auch um Gesundheit. Und Gesundheit ist mehr als nur schmerzhafter Rücken oder Cardio, sondern Gesundheit betrifft auch immer mehr die Gefäße. Gefäße heißt Arterien, Venen, Lymphgefäße, schlaffe Haut, schwache Haut. Und das ist ein Produkt, das hilft bei Gefäßerkrankungen, bei Durchblutungsstörungen, für die Diabetiker, für ältere Patienten. Das hilft auch charmanten Frauen zur Behandlung der Besenreißer. Models und Filmschauspielerinnen nutzen dieses Verfahren, weil davon auch die Haut straff wird, weil die sogenannte Zellulitis davon weniger wird. Und das ist einer der neuen Trends hier auf der FIBO. Das, was man durch aktives Training alleine nicht mehr erreichen kann, macht man mit Hilfe solcher High-Tech-Medizintechnik. Dieses Verfahren, intermittierende Vakuumtherapie, wurde am Institut für Weltraummedizin bei der Deutschen Luft- und Raumfahrtgesellschaft in Köln entwickelt. Astronauten nutzen das. Es wird eingesetzt auch in Kliniken zur Behandlung von chronischen Wunden. Auch im Hochleistungssport wird es eingesetzt. Der Cristiano Ronaldo hat ein Gerät für sich zu Hause. Der FC Barcelona hat zwei von den Geräten. Wolfsburg hat es, HSV hat es. Und jetzt hält dieses Verfahren immer mehr Einzug auch in die Fitnesszentren. Nochmal, warum? Gesundheit ist mehr als Herz oder Rücken, Gesundheit heißt auch Gefäße, schwache Venen, Besenreißer, Zellulite und auch Arterienverkalkung bei Diabetikern und älteren Leuten. Passives Gefäßtraining mit dem VacuFit, das ist der neue Trend.